Man stelle sich vor, eine unabhängige Menschenrechtsorganisation, die sich in ihrer Satzung auf Menschenrechte und Völkerverständigung beruft und natürlich, wie üblich in einem Verein, auch ihren eigenen Vorsitzenden und Geschäftsführer wählt. Aber was ist, wenn einer der führenden Köpfe nicht die Linie verfolgt, die von der Politik erwartet wird? Aber welche Linie soll denn bei einer unabhängigen Menschenrechtsorganisation verfolgt werden, außer der Linie, die in der Satzung fest verankert ist? Eine berechtigte Frage und offensichtlich ein Streitpunkt in der IGFM, der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, die in den 70ern gegründet wurde und mittlerweile in 38 Ländern vertreten ist. Denn ein Interview bei einem pro-russischen Sender hat dem jetzt ehemaligen geschäftsführenden Vorsitzenden der IGFM den Posten gekostet. Dr. Rainer Rothfuß, früher Professor an der Uni Tübingen zum Thema Geowissenschaften und Humangeographie und im Übrigen mit einer 95-prozentigen Empfehlungsrate bei meinprof.de, bei mir im Gespräch über die vermeintlich interne Selbstreinigung der IGFM oder der doch gezielten Parteiintervention durch zwei Unionspolitiker. Dr. Rainer Rothfuß, danke, dass Sie hierher gekommen sind. Fangen wir gleich an. Sie waren geschäftsführender Vorsitzender der IGFM, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, was ja erstmal nichts Besonderes ist. Allerdings hatten Sie diesen Posten tatsächlich nur, sagen wir mal, nur 2 Monate inne, von März bis Mai diesen Jahres. War ein bisschen länger, war ein bisschen länger, bis Oktober. Nun gut, warum? Ja, also es ist ein Streit entbrannt, letztendlich um die Frage eines Interviews, was ich gegeben hatte aus meiner Forschungstätigkeit an der Universität Tübingen heraus über den Ukraine-Konflikt. Und dort habe ich die Mechanismen der Feindbildgenese im Ukraine-Konflikt offengelegt und habe gezeigt, wie mit Hilfe auch medialer Möglichkeiten der Feind Russland in seiner Aktion in diesem Konflikt überzeichnet wurde, als der allein Schuldige dargestellt wurde und die Verantwortung des Westens total unter den Teppich gekehrt wurde. Dieses Interview habe ich als Forscher gegeben und nicht als Menschenrechtler. Es ging auch gar nicht in erster Linie um Menschenrechte. Aber das Problem war eben, dass wohl Europarlamentarier zugesehen haben, in der gleichen Nacht, als das Interview online ging, eben vehement auf den Vorstand versucht haben, einzuwirken und Druck zu machen, zu drohen, dass sie mit diesem scheinbar neuen Kurs der IGFM eben nicht einverstanden sind und sie ihre Unterstützung entziehen würden. Jetzt kommen mir da ein paar Fragen in den Sinn. Zuerst sollten wir vielleicht klären, Newsfront ist ein russischer Sender, ein kleiner Nachrichtensender eigentlich auf der Krim. Das ist ein crowdfinanzierter Sender, der von Spenden lebt und mit sehr rudimentären Mitteln versucht eben, die Wirklichkeit des Konflikts hinter der Konfliktlinie im Ukraine-Konflikt aufzuzeigen. Er bezieht damit natürlich eher pro-russische Argumentationslinien, Perspektiven. Aber man muss auch sagen, dass eben russischsprachige und russische Sender in der Ukraine verboten sind. Das heißt, es ist nur möglich, eben von der Krim in diesem Fall, die andere Perspektive des Konflikts auch wirklich zu zeigen. Und als Geopolitiker, Wissenschaftler gibt es für mich nicht das schlechte Medium, mit dem man nicht sprechen darf, sondern es kommt auf die Inhalte darauf an. Und auf die Zielsetzung. Die Zielsetzung dieses Senders ist, laut eigener Bekundung zumindest, eben die andere Seite des Konflikts zu zeigen. Und die müssen wir zur Kenntnis nehmen, um Konflikte überhaupt wahrhaftig verstehen zu können. Nun war die Organisation, die IGFM, damit nicht verstanden oder der neue Kurs. Wollten Sie denn damit einen neuen Kurs quasi einleiten? Ich war mir nicht bewusst, dass ich einen neuen Kurs offenbar eingeleitet hätte, denn in der Satzung stehen einfach nur die Menschenrechte und auch die Völkerverständigung an erster Stelle. Und diesen Zielen fühle ich mich verpflichtet als Wissenschaftler, aber auch als Menschenrechtler. Und daher halte ich das für ein Gerücht, dass das ein neuer Kurs gewesen wäre. Aber unter meiner Regie wäre es ganz klar gewesen, dass Menschenrechte nicht nur eingesetzt werden als geopolitisches Instrument einer Seite, sondern dass man ganz klar auch eben den Balken im eigenen Auge sieht und nicht nur den Splitter im Auge des anderen. Wie gesagt, dieses Interview hat hohe Wellen geschlagen und es hat einigen nicht gefallen. Und das Interessante daran ist, es waren ja nicht direkt Mitglieder, sondern das kam von außen, dieser Druck. Obwohl ja die IGFM eine unabhängige, unparteiische Menschenrechtsorganisation ist. Ja, das ist richtig. Und ich finde es einfach auch wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen und da auch genauer hinzuschauen. Denn
Würde Ähnliches in Russland passieren, würden Sie das im Jahr drauf im Amnesty International Jahresbericht finden, so einen Fall? Solche Berichte gibt es auch tatsächlich über Russland. Aber wenn es bei uns passiert, dann interessiert es scheinbar niemanden. Und das kann einfach nicht sein. Wir müssen hier unser hohes Gut der Demokratie einerseits, aber auch eben der Unabhängigkeit von Organisationen, die qua Satzung neutral sind, wahren. Wenn wir direkt sprechen, ich meine, man kann ja die Leute auch beim Namen nennen. Ne? Also es war ein Unionspolitiker im Europäischen Parlament, beziehungsweise ein Ex-EU-Parlamentarier. Und zwar aufgefallen ist mir natürlich sofort der Herr Gahler, denn er ist schon in der Vergangenheit aufgefallen. Er ist nicht gerade milde westlichen Journalisten gegenüber gestimmt, die für RT zum Beispiel arbeiten. Und er, ihm hat das nicht gefallen, dass sie einem russischen Medium ein durchgeknalltes Interview zur Ukraine und der Krim geben. Und das geht so nur nach vollkommener russischer Hirnwäsche. Wenn das der neue Kurs der IGFM ist, dann können Sie sich einen neuen Unterstützerkreis suchen. Richtig. Seine Worte, ganz direkt. Ja, also ich frage mich, woher die russische Gehirnwäsche gekommen sein soll. Zu viel RT geschaut zum Beispiel. Vielleicht war es so perfekt, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber es ist letztendlich einfach meine neutrale Perspektive als Wissenschaftler, als kritischer Geopolitiker. Wir verfolgen in unserer Wissenschaftsdisziplin eben die Zielsetzung, hinter die Diskurse der Politik und der Medien zu schauen, um die wirklichen Absichten in Konflikten zu erkennen. Und das habe ich im Ukraine-Konflikt getan. Der Sender Newsfront hat auch ganz erschrocken über die Folgen für mich dieses Interviews angeboten, es gleich offline zu nehmen. Ich habe gesagt, bitte lasst es online. Dieses Interview ist zwar von der Optik her vielleicht schlecht, weil die Mittel so einfach waren, mit denen der Sender arbeitet, aber es ist inhaltlich, würde ich sagen, wirklich fundiert. Und ich lade auch gerne dazu ein, dieses Newsfront-Interview anzuschauen auf YouTube. Und ich stehe dazu. Und ich kann es aber nicht akzeptieren, dass eben Politiker, die dazu aufrufen, Journalisten zu bestrafen, die für einen russischen Sender hier in Europa oder Nordamerika arbeiten, ich kann es nicht akzeptieren, dass er, der schon aufgetreten ist als Hardliner auch im Ukraine-Konflikt, quasi als Euro-Falke und dort zu Waffenlieferungen aufgerufen hat, während die Bundeskanzlerin Merkel für Verhandlungslösungen war, dass so jemand hintenrum in eine unabhängige Menschenrechtsorganisation hineinregiert und dann, so hat er ja darauf reagiert, auf den Vorwurf, das als Selbstreinigung bezeichnet, genau. Wenn die IGFM ihre Mitglieder dann versucht, dazu zu drängen, eben mich auch gleich abzusetzen, weil ihnen die Unterstützung eben dieser langjährigen Politiker, mit denen sie eng vernetzt sind, wichtiger ist als eben mich, der ich gewählt wurde, einstimmig von der Mitgliederversammlung. Eben, also das ist ja auch der Punkt. Natürlich haben wir dem Herrn Gahler eine Mail geschrieben. Ja. Konnte sich auch dazu äußern. Also es war eine längere Mail, die will ich jetzt hier nicht komplett vorlesen. Ein Auszug davon: In einem freien Land kann man auch dummes Zeug und sogar die Unwahrheit vertreten. Man muss aber auch Widerworte und mögliche Konsequenzen akzeptieren. Genau, also er ist quasi die Medienaufsichtsbehörde hier in Deutschland oder in der Europäischen Union. Und er entscheidet, welche Konsequenzen zu tragen sind. Also da lobe ich mir auch die Offenheit von Herrn Posselt, der ja als abgewähltes Mitglied des Europäischen Parlaments gesagt hat, den Rotfuß habe ich abgesägt. Also das heißt, das ist ihre eigene eigentliche wahre Ansicht. Er wusste nur nicht, dass es bei mir rauskommen würde, dieses Statement am Ende. Aber das ist ihre eigene Ansicht. Die IGFM selbst sagt natürlich, nein, es gab keinerlei politische Intervention, auch wenn diese Nachrichten, diese Selbstbekenntnisse vorliegen und es ist klar, natürlich muss sich da die IGFM selbst schützen, denn es ist eine Schande für eine Menschenrechtsorganisation, wenn sie sich so der Einflussnahme öffnet und das ist sicherlich Verantwortung eben des aktuellen Vorstands und nicht jetzt der Institution an für sich, denn in anderen Ländern, die IGFM ist in 38 Ländern aktiv, macht die IGFM hervorragende Arbeit. Und hier wird man unter Druck gesetzt. Wie gesagt, Sie haben den Herrn Posselt erwähnt, Ex-EU-Parlamentarier. Und er hat auch eine Rückmeldung gegeben, also nachdem wir ihm eine Mail geschrieben hatten zu diesem Vorwurf. Und es ist kein Vorwurf in dem Sinne, also man kann es belegen. Also er hat auch gesagt, als jemand, der seit Jahrzehnten der IGFM angehört und ihr Kuratoriumsmitglied ist, habe ich es deshalb als meine Pflicht angesehen, darauf hinzuwirken, dass diese nicht zuletzt im Kampf gegen die Sowjetdiktatur ungemein verdiente Organisation nicht plötzlich in ein falsches Fahrwasser gerät. Ja, welches Fahrwasser?
Genau, dieses falsche Fahrwasser, diese Selbstreinigung, das sind alles Euphemismen. Und ich finde es wichtig, da genauer hinzuschauen, weil das sicherlich häufig so in Politik, Medien und in anderen Bereichen läuft, wenn jemand eine andere Meinung vertritt. Und ich verstehe nicht diese Angst vor anderen Standpunkten. Wir können doch nur durch These, Antithese zur Synthese gelangen und zu neuen Erkenntnissen und auch zu Frieden. Nur wenn wir eben die andere Perspektive, die andere Sicht unterbinden, dann können wir schön unser Feindbild pflegen, dann können wir schön auf Eskalation setzen. Und das ist genau das, was im Konflikt zwischen Europa und Russland, zwischen Deutschland und Russland geschehen ist. Wir lassen uns da fremdsteuern und das hat auch Jean-Claude Juncker Anfang Oktober in Passau gesagt. Er hat gesagt, wir können es nicht hinnehmen, dass weiterhin unsere Russland-Beziehung von Washington diktiert wird. Wir müssen zu einem vernünftigen Verhältnis zu Russland zurückfinden. Und das ist lebensentscheidend, überlebensentscheidend für Europa, für unsere europäische Zivilisation, von der wir Russland nicht einfach ausschließen können, nur weil dort eine gewisse andere Kultur, politische Kultur vorherrscht, vielleicht auch noch Defizite im Bereich Menschenrechte und demokratische Rechte vorhanden sind, wie es auch der russische Botschafter in meiner Ringvorlesung in Tübingen zugegeben hat und aber gesagt hat, wenn wir nicht im Gespräch bleiben, im Kontakt bleiben, dann können wir auch nicht von euch lernen. Und genau das unterbinden wir, wenn wir die andere Sicht unterbinden und wenn wir auf Sanktionen setzen, auf Eskalation setzen, so wie die Türkei, die letztendlich mit dem Segen der NATO ein russisches Flugzeug über Syrien abgeschossen hat. So können wir nicht vorgehen, wenn wir tatsächlich Frieden sichern wollen. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, was bedeutet denn so ein Fall für die freie Meinungsäußerung, die Pressefreiheit und vor allem die Diskussionskultur in Deutschland? Ja, das ist genau die Frage. Wir bestehen ja alle immer darauf, dass wir absolute Pressefreiheit haben, Meinungsfreiheit haben. Aber wie es Herr Gahler gesagt hat, wer dummes Zeugs redet, in Anführungsstrichen, der muss auch mit den Konsequenzen leben. Und das ist, denke ich, eine sehr große Bigotterie. Wir können eben nicht mit anderen Meinungen umgehen, die unser eigenes Konstrukt in Frage stellen, die unsere Lebenslügen, unsere Weltbilder in Frage stellen. Wir sind eine Debatte nicht gewohnt, die auch mal konfliktbehaftet ist, die Sicht des anderen zulässt. Wir versuchen immer nur eigentlich die Mainstream-Meinung zu befördern. Und ich möchte das jetzt nicht als Generalvorwurf gesehen haben gegen die, die sich an Debatten beteiligen. Auch die deutschen Medien sind nicht alle ein monolithischer Block, der jetzt die Meinung, die vom Mainstream abweicht, unterdrücken würde. Es gibt auch innerhalb der Medien Leute, die sehr stark den Finger in die Wunde legen, ihr Amt als vierte Gewalt im Staat auch wirklich ausüben. Aber generell gesehen herrscht ein extremer Druck vor. Und dann fährt nicht der Polizeiwagen vor und holt dich ab, wenn du die andere Meinung vertreten hast. Aber du wirst verunglimpft, diffamiert, es werden hintenrum eben Fäden gezogen, man wird aus dem Amt entfernt, es wird dann alles schön kaschiert. Und so läuft es oft eben auch in der Politik hier in unserem freien Westen. Und da müssen wir genau hinschauen und uns fragen, was wir tun können, um hier zu einem anderen Debattenstil zu kommen. Vielen Dank, Dr. Rothfuss. Ich danke Ihnen. Also, wer sind die Könige des Internets? Da gibt es doch gar keine Diskussion. Katzen. Und auch heute erobern die flauschigen Vierbeiner das Internet, wie zum Beispiel Vincent, 3 Jahre alt, auf die Welt gekommen mit viel zu kurzen Hinterbeinen, die jetzt mit Titanprothesen verlängert wurden. Sieht zwar etwas unorthodox aus, aber Vincent geht's gut und er kann laufen. Und in Italien, 3 Katzen haben ihre Besitzerin vor dem sicheren Tod bewahrt. Die 84-Jährige hat geschlafen, als ein Feuer ausgebrochen ist. Und die 3 haben sie wach gemacht und sie konnte das Haus verlassen. Den 3 italienischen Katzen und ihrer Besitzerin geht's gut. Und zu guter Letzt, wer kennt sie nicht? Grumpy Cat, wohl die größte Internetsensation und jetzt verewigt im Madame Tussaud Museum in San Francisco. Sie ist die erste Katze bzw. das erste Tier überhaupt, das jemals zu einer Wachsfigur gemacht wurde. 4 Monate hat es gedauert und die Roboter-Wachsfigur geht jetzt auf große Museumstour in den USA, damit alle Fans ein Bild mit Grumpy Cat machen können. Und im Übrigen, RT wird 10 Jahre alt, ja quasi ein alter Hase im Nachrichtengeschäft. Also schaut auf die Seite 10.rt.com, da gibt's viel zu entdecken und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
ist ein Streit entbrannt, letztendlich um die Frage eines Interviews, was ich gegeben hatte aus meiner Forschungstätigkeit an der Universität Tübingen heraus über den Ukraine-Konflikt. Und dort habe ich die Mechanismen der Feindbildgenese im Ukraine-Konflikt offengelegt und habe gezeigt, wie mit Hilfe auch medialer Möglichkeiten der Feind Russland in seiner Aktion in diesem Konflikt überzeichnet wurde, als der allein Schuldige dargestellt wurde und die Verantwortung des Westens total unter den Teppich gekehrt wurde. Dieses Interview habe ich als Forscher gegeben und nicht als Menschenrechtler. Es ging auch gar nicht in erster Linie um Menschenrechte. Aber das Problem war eben, dass wohl Europarlamentarier zugesehen haben in der gleichen Nacht, als das Interview online ging, eben vehement auf den Vorstand versucht haben einzuwirken und Druck zu machen. Parteiintervention durch zwei Unionspolitiker. Dr. Rainer Roth-Fuß, danke, dass Sie hierher gekommen sind. Fangen wir gleich an. Sie waren geschäftsführender Vorsitzender der IGFM, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, was ja erstmal nichts Besonderes ist. Allerdings hatten Sie diesen Posten tatsächlich nur, sagen wir mal, nur 2 Monate inne, von März bis Mai diesen Jahres. War ein bisschen länger. War ein bisschen länger, bis Oktober. Nun gut, warum? Ja, also es war eine Gesellschaft für Menschenrechte, die in den 70ern gegründet wurde und mittlerweile in 38 Ländern vertreten ist. Denn ein Interview bei einem pro-russischen Sender hat dem jetzt ehemaligen geschäftsführenden Vorsitzenden der IGFM den Posten gekostet. Dr. Rainer Roth-Fuß, früher Professor an der Uni Tübingen zum Thema Geowissenschaften und Humangeografie und im Übrigen mit einer 95-prozentigen Empfehlungsrate bei meinprof.de, bei mir im Gespräch über die vermeintlich interne Selbstreinigung der IGFM oder der doch gezielten. Man stelle sich vor, eine unabhängige Menschenrechtsorganisation, die sich in ihrer Satzung auf Menschenrechte und Völkerverständigung beruft und natürlich, wie üblich in einem Verein, auch ihren eigenen Vorsitzenden und Geschäftsführer wählt. Aber was ist, wenn einer der führenden Köpfe nicht die Linie verfolgt, die von der Politik erwartet wird? Aber welche Linie soll denn bei einer unabhängigen Menschenrechtsorganisation verfolgt werden, außer der Linie, die in der Satzung fest verankert ist? Eine berechtigte Frage und offensichtlich ein Streitpunkt in der IGFM, der internationalen